Microsoft Excel ersetzt keine Business Intelligence Lösung. Mit diesen reißerischen und provokativen Worten möchte ich euch zu diesem Video begrüßen. Ich werde im Folgenden ein paar Punkte aufzeigen, weshalb Microsoft Excel sich nicht als Ersatz für eine Business Intelligence Lösung eignet. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich ganz besonders, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt viel Spaß mit diesen Themenpunkten. Kommen wir einleitend dazu, dass Excel keine Datenbank ist. Und genau daraus resultieren auch viele der Einschränkungen. Excel sollte nur ein Werkzeug in der BI-Toolbox eines Unternehmens sein, niemals die Lösung. Kommen wir zum ersten Themenpunkt. Excel garantiert keine Datenintegrität. Benutzer können nach Belieben Änderungen vornehmen. Ein System hingegen bietet Überprüfungen zum Erhalt der Datenintegrität an. Zum Beispiel, wenn ein Kunde gelöscht wird, dieser aber verknüpfte Rechnungen hat, kann dies vom System verhindert werden. Ein weiterer wichtiger Punkt betrifft die Berechtigungen. Wie kann man die Daten sowie auch die Vergabe von Benutzerrechten in Microsoft Excel gestalten? Beispielsweise, wenn jeder in der Tabelle Mitarbeiter den Namen sehen kann, aber nicht das Gehalt, oder bestimmte Mitarbeiter dürfen nur bestimmte Umsätze in Regionen sehen. Das alles ist in Excel kaum machbar bzw. ein Albtraum. Ein weiterer Punkt betrifft die Datenvalidierung. Excel bietet standardmäßig keine Datenvalidierung an, beziehungsweise kann es sehr häufig passieren, dass möglicherweise Analysen auf der Grundlage von fehlerhaften Daten basiert. In einer komplexen Excel-Tabelle exakte Stelle zu finden, an der sich Fehler eingeschlichen haben, bedeutet in vielen Fällen eine endlose manuelle Suche. Kommen wir zum vierten Punkt. Excel-Dateien können sehr fragil sein. Was meine ich damit? Das Teilen oder Bearbeiten einzelner Spreadsheets durch mehrere Nutzer erschwert Excel, indem es eine Live-Bearbeitung durch verschiedene Mitarbeiter nur begrenzt unterstützt. Die Lösung: Die Datei muss auf klassischem Wege immer wieder hin und her geschickt werden, bis alle Änderungen vollzogen wurden. Dieser Vorgang ist nicht nur umständlich und zeitintensiv, sondern auch längst überholt. Die Datenspeicherung. Punkt Nummer 5. Excel ist sehr unzuverlässig bei der Speicherung großer Datenmengen und besitzt dadurch auch keine Skalierungsmöglichkeiten, was eine wesentliche Einschränkung von Microsoft Excel ist. Kommen wir nun zum letzten. Die Single Source of Truth. Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass aussagekräftige Auswertungen immer auf einem einzigen gültigen Datensatz bzw. Datenquelle basieren. Im Englischen auch Single Source of Truth genannt. Nun sind wir am Ende aller Punkte, weshalb ich glaube, dass Microsoft Excel keine Business Intelligence Lösung ersetzen kann. Jedoch möchte ich anmerken, dass Excel ein integraler Bestandteil und auch Werkzeug in der BI-Toolbox eines Unternehmens ist, aber niemals die Lösung. Wenn ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.